So, machen wir heute mal ein bisschen wieder ein Turnier, würde ich sagen. Hier darf ich ja jetzt. Was haben wir hier? World Cutter, ja. Nehmen wir den World Cutter heute. Na klar, dann war das euer Auto. Drei Runden, gib ihm. Auch hier wieder vier Rennen, drei Runden, die uns auf jeden Fall anstehen werden. Und das würde mich auch genau diese Woche reinpassen. Das machen wir dann auch so, wie wir das ja auch schon letztes Mal gehabt haben. Und dann gucken wir, dass wir da am Montag nochmal was Kleines machen. Und dann starten wir heute mit unserem Neuzugang hier in dieses Rennen. Der Kleine hat nämlich auch gute Robustheit drin. Ich habe den ja, glaube ich, fast auf volle Stufe vor. Als Robustheit. So, drei Runden sind es diesmal. Ja, der hat sich noch ein bisschen davor gedrückt, aber der wird jetzt, glaube ich, gleich verlieren. Ja, noch hält er sich, ne? Der hat sich ganz wacker vor uns, der Destiny. Verliert aber jetzt sein Auto. Den hat er dann nämlich jetzt auch verloren. Gleich ins erste in die erste Runde, in der ersten Runde. Ja, mal gucken, ob wir bei dem letzten Turnier, oder beziehungsweise wie wir dem letzten Turnier so einen Auftakt legen können. Da haben wir nämlich vier Rennen in Folge gewonnen, dann haben die zwei ausgeschiedenen Rennen. Dann haben wir nochmal zwei gute Siege geholt zum Ende. Ich hoffe, dass wir diesmal dieses Ausgeschieden nicht dabei haben, aber wie gesagt, es kann alles sehr viel passieren. Also alles ist möglich. Einer, der so ein bisschen an der Backe klebt. Einer, der noch ein bisschen spielen möchte mit uns. So, Ziel erreicht. Eine Runde in Führung sein. Wie soll man denn überhaupt in Führung sein? Oh, mindestens eine Runde. Wir haben sogar schon unser Ziel erreicht. Gut so. Muss ich mir nochmal einen amerikanischen Fronttriebler holen? Vielleicht liegt es wirklich daran. Ich weiß es halt nicht. Ich sehe halt nicht schon wieder, dass es mega, mega Einschränkung ist. Tschüss. Da ist ihm nicht das passiert, was mir fast passiert wäre, sondern sich einfach komplett wegzudrehen. Soll mir persönlich recht sein. Und ja, wenn wir wegfährt durch haben, weiß ich noch nicht, was wir danach machen. Gucken wir dann nochmal. Auf jeden Fall gewinnen wir diesen ersten Lauf schon mal. So, oh, die letzte Runde machen wir nicht ganz, aber das ist mir im Moment egal. Wir gehen auf jeden Fall schon mal jetzt ins zweite Rennen. Also vier Rennen sehen wir auf alle Fälle heute und vier Rennen sehen wir nächste Woche. Quatsch, morgen dann. Damit wir das schon mal durch haben.
So. Weiter geht's mit dem zweiten Lauf. Was haben wir hier überhaupt als Vorgabe? Ah, fahr die beste Runde. Okay. So, da sind wir jetzt natürlich extrem weit zurückgefallen. Durch diesen Zwischenfall. Was keine Absicht war, weil ich einfach jetzt rausgerutscht bin. Aber ich will natürlich das Ding klar gewinnen. Da ist mein kleiner Spezi-Freund. Ja, wenn man leicht einen mitgeht, das reicht manchmal schon bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Und da mischt sich noch einer ein. Gerade jetzt ist es ein bisschen sehr viel. Bisschen zu viel Krampf hier. Also jetzt keine Absicht, da jetzt da aufzufahren. Bitte sind wir jetzt gerade momentan. Ich will natürlich dieses Rennen hier klar gewinnen. Im Zweifel drücke ich mich an dem Jungen vorbei. Weil ich will dieses, klar, dieser Sieg soll, werde ich gar nicht sehen. Das ist das zweite Rennen, da würde ich gerne mit dem zweiten Sieg. Also bisher ist das Turnier nicht schwer. Guter Auftakt. Jetzt mit dem hoffentlich zweiten Sieg. Passt. Haben wir die Chance? Jetzt, wir haben sie. Wir haben die Aufgabe gelöst. Das ist das Wichtigste. Bisher sind wir gut durchgekommen. So, Rennen Nummer 3 von heute 4 anstehenden. So, los geht's. Los geht's mit dem nächsten Lauf. Auch hier startet er wieder komplett aus dem Mittelfeld raus. Also da muss man sich erstmal durch das Ding durch, diesen Pulki durchkämpfen. Alter. Was haben wir denn überhaupt für eine Aufgabe? Aha. Okay. Einfach gewinnen. So, dann nehme ich meinen kleinen Spezi mal. Hau den mal raus, eben. Wir sind mit einem Fünfter.
Ja, das Problem, du bremst einmal nur an. Und direkt fliegen da wieder drei, vier Autos sind dann innen vorbei. Jetzt habe ich mal zumindest die Chance gehabt. Ich sage ja, das ist genau das, was ich meine. Du bremst nur an, wenn du nicht auf den Sack jetzt gerade. Oh, wir sind da jetzt hängen geblieben. Troublemaker. Hopp. Troublemaker nehmen wir Spur vollkommen. Gewinnen die knapp, aber wir gewinnen das Rennen. Und damit haben wir auch da die nächste Aufgabe geholt. Und der nächste, unser Rival ist nur 10. geworden. Mit seinem Boomer. So, dann haben wir Lauf Nummer 3 jetzt auch geholt. Und gehen jetzt gleich mit Lauf Nummer 4 in die nächste Runde. Weiter geht's. Ja, ich habe schon so eine kleine Idee, was wir danach machen könnten. Aber wie gesagt, das sehen wir uns dann. Und Charlie, hau ich dann raus, wenn wir hier irgendwie mal durch sind. So, wie gesagt, letzter Lauf für heute. Dann haben wir es geschafft. Aufgabe heute. 2 Gegner ausdrehen, okay. Im Idealfall gewinnen wir dieses Ding hier heute, aber... Ja, ich glaube, da war ich nicht mit drin in der Situation. Erstmal das erste Auto weggedreht. Auch hier sind es wieder 3 Runden. Ja, der zweite weg, auch noch weg. Aber das war auch nicht. Diesmal war es keine Absicht. Auch wenn wir meine Vorränge auch noch reingehauen. Ja, ich muss ein bisschen gucken, weil ich kenne die Strecke nicht. Erste Runde geht schon mal an uns. Ich brauche noch ein Auto, was rausgehen muss. Haut sich selber raus, kann ich nichts für. Okay, das zählt nicht, hat rausdrehen. Schade, ich dachte, ich krieg den jetzt, aber das ist eng. Welche Bremse natürlich. Wir haben noch eine Runde. Ah, okay. Oh Gott, ich dachte mir, wir hätten es schon verkackt, aber. Dann kann ich den ja nochmal ziehen lassen. Ich sehe doch nicht jetzt rausdrücken. Ja, warum auch nicht? Aber wahrscheinlich muss ich ihn da hinten wegtreffen.
Nee. Oh, oh. Das war natürlich jetzt nicht beabsichtigt. Jetzt habe ich ihn. Nee, hab ich nicht. Doch! Aufgabe geschafft. Und gewinnen dann doch dieses Rennen. Aber Aufgabe, hey, wir haben die Aufgabe gelöst. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir haben die Aufgabe gelöst. Weil es waren zwei Autos und haben jetzt den dritten rausgeredet. Das wurde mir nämlich um 100 Punkte wegen Rausdrehen gezeigt. Da eigentlich müssten wir damit die Aufgabe gepackt haben. Aber wie gesagt, jetzt ist eh Feierabend. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Lauf Nummer 5. Bis dahin und tschüss.